Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Und wir könnten Schmiedefeuer. Ich glaube, das ist die Waffe, die wir jetzt aus der Kiste bekommen werden. Komisch, aber Eichhörnchenhaut? Ja, moin! Die brauche ich. Ich brauche Eichhörnchenhaut. Glaube ich. Nee, ich brauche Eichhörnchenknochen. Scheiße. Was heißt das denn hier? L-Shift? L-Shift? L-Control? Keine Ahnung. Die kann ich mitnehmen. Die kann ich nicht mitnehmen. Die kann ich nicht mitnehmen. Und die kann ich nicht mitnehmen. Herstellen. Tragekapazität hier. Schmiedefeuer-Upgrade. Dachs und reichhaltiges Fleisch, Alter. WTF. Eichhörnchenknochen brauche ich natürlich. Und Rattenknochen. Und fettes Fleisch. Oh Mann, hätte ich mal diese ganzen Fleischsachen nicht verkauft, ne? Das ist so unfair eigentlich, dass du nichts davon weißt, dass du die Sachen noch behalten musst. Oh, ich hasse es. 23 Blauglanz. Ja, und hier ist jetzt das Schmiedefeuer. Entwässert auf Kurs einen mächtigen Flammenwerfer. Ja. Aber ganz ehrlich, beide Waffen sind so... Weiß ich nicht. Hier können wir auf jeden Fall eine Feuerspule reintun mit Feuerspule und Handhabung, ja. Das ist das Einzige, was mir hier das Beste, also das Beste jetzt hierfür wäre. Das macht wenigstens noch Damage, ne? Aber okay, damit da hast du einen Flammenwerfer. Und ich würde auch jetzt tatsächlich wieder die andere Schleuder ausrüsten, weil... Ja... Ich weiß, irgendwie sind die zwei Waffen zwar lustig, aber nicht für den richtigen Kampf gedacht. Finde ich. Also, denke ich jetzt einfach mal. In den Verak. Ne, das hier will ich machen. Haben wir schon alles hier abgeschlossen? Ah ja, lol. Beweise dich vor dem Verak. Ja, moin. Ich mache aber trotzdem noch, in dein Schienteil. Ja, das müssen wir später machen. Fähigkeiten. So, wir haben einen Fähigkeitspunkt bekommen, aber der wird gar nicht mehr angezeigt. Alles klar, weil wir schon alles haben. Also ist das einfach nicht wichtig. Gut, Champion-Bogen oder Banduk-Schlechter-Bogen? Ich hole mir natürlich den Banduk-Schlechter-Bogen, weil das, ne, wir haben den sowieso immer ausgerüstet gehabt. Und der hier, der kostet, haben wir fünf Blauglanz zu wenig. Hier kostet auch ziemlich viel alles, aber interessiert mich alles nicht so. Ist für mich nicht so worth. Wir müssten auf jeden Fall Rohstoffe verkaufen. Maschinenkerne, weg. Weißt du was, die Socken verkaufe ich jetzt auch mal ausnahmsweise, weil ich brauche unbedingt Platz und ja, wir haben fast gar keinen Platz. Schnappmaulherz, Langbein, Säge, Pirscher, Kristallgeflecht, Stürmer, reflektierendes Amulett. Verderber, Brüllrücken, Schnappmaul, Langbein. Das brauchen wir alles nicht. Die will ich komplett verkaufen. Weil brauche ich nicht. Eulenhaut behalte ich. Schlagscheinglas behalte ich auch. Dachshaut sowieso. Graser Plünderer. Den Maschinenkern kann weg. Metallbrand kann eigentlich auch weg. Zwei Stück. Das Glas, wie gesagt, behalten wir. Der Metallblock kann weg. Plündererlinse. Davon haben wir auch genug. Davon können wir auch eins verkaufen. Kühlsaft können wir ein bisschen verkaufen. Das Fleisch nicht. Das auch nicht. Draht haben wir auch genug. Und Zünder kann auch auf jeden Fall so die Stacks weg. So. Ah, viel Platz wieder. Sehr gut. Modifikationen? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, wir haben noch 20 Plätze frei. Das reicht. Jetzt gehen wir erstmal in die Herstellungsding. Holen unseren alten Schattenjägerbogen. Machen die Dinger leer. Holen unseren neuen Bogen. Den Champion. Ne, den Schlechterbogen. Und packen hier erstmal 41% Schaden rein. Was? Was braucht der? Der braucht
Abriss. Braucht der Abriss? Der braucht eigentlich Feuer. Ich gehe eigentlich volle Kanne Feuer auf dem hier, ne? Hier, Feuer und Schaden. Feuer ist wichtig bei dem, finde ich. Feuer und Schaden, ja. Und eigentlich nochmal reintun. Feuer und Schaden. Ja, why not? Nochmal Feuer und Schaden und, ja. Gehen wir auf Damage. Boosten die kleinen Pfeile ein bisschen. Oder gehen wir volle Kanne auf Feuer und sagen einfach hier nochmal Feuer dazu. Eigentlich wäre das schon wert, ne? Handhabung ist jetzt... Ja, okay, Handhabung und Schaden. Abriss. Beide Pfeile haben sehr hohen Abriss noch. Aber ich gehe eigentlich nicht mit den kleinen Pfeilen auf Abriss, ne? Ah, ich weiß nicht, was ich vorher drin hatte. Ich glaube, die Schadensspulen... ich glaube, die habe ich neu bekommen. Und die sind eigentlich in meiner Bombenbeschleuder drin. 23 mehr Damage auf den großen Pfeil. Dann hätten wir 90 Damage da. Oh, eigentlich weiß ich es überhaupt nicht gerade. Mehr Abriss. Abriss und Feuer. Hier hätten wir dann noch Feuer und Abriss halt. Aber Abriss hilft nur bei den Eindingen. Und ich mache hier meistens Feuer. Also ich gehe volle Kanne auf Feuer. Volle Kanne, 111 Feuer. Ja, das ist, glaube ich, das Beste, was ich bei dem Bogen machen kann. Weil die kleinen Bögen, die Pfeile nutze ich nur, wenn ich, oder die Pfeile, wenn ich nicht einen weiteren Schuss hier von dem aufladen will, weil das dauert ja auch sehr lang und diese Pfeile sind ja auch teuer. Also teurer als die hier auf jeden Fall. Oder wenn ich hier halt jagen muss, dann hole ich den auch gerne. Weil ich dann viel schneller schießen kann damit. Mit Flammenwerfer in Brand gesetzte Maschinen. Es gibt natürlich wieder Tutorials. Banuk, Sturmschleuder und der Schmiedefeuer. Na, super. Okay. Pirscher und Langbeine. Mhm. Und das ist einfach mit... Einfach alle. Okay. Das ist aber worth XP. Sollte ich mir merken und auch direkt ausrüsten tatsächlich. Mache ich auch. So, wir machen jetzt erstmal den Banuk Sturmschleuder. Und wählen die Sturmschleuder natürlich auch als aktive Quest. Dann brauchen wir noch irgendwo Langbeine. Okay. So, hier runter müssen wir, das Lagerfeuer müssen wir noch entdecken. Und den Händler, der da unten rumgammelt. Ich weiß, ich habe die nicht alle gelootet, ne? Ja, zumindest den einen hier nicht. So, hat er ein Wüstenglas. Und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz nach hier oben. Einfach nur, um zu gucken, ob hier noch irgendwas ist. Aha! Du bist zu spät, Fremde. Die große Opelie hat dieses Lager beansprucht. Ach, das ist ein Mädchen, lol. Fernangriffsschutz, Fernangriffsschutz, Fernangriffsschutz. Ja, moin. Alles nehmen. Oh, Blauglanz. Blauglanz. Oder gefrorene Maschinenflüssigkeit. Ja. Vorladung aus dem Anrecht. Scannerbandit. Was ist denn? Warum ist Opelie? Warum hat die einen Namen? Warum hat die einen Namen? Das ist doch nie eigentlich. Das ist doch nur, wenn die irgendwas mit einer Quest zu tun haben. Das ist doch nur, wenn die was mit einer Quest zu tun haben. Ah. Naja, egal. Wir gehen jetzt noch hier zum Händler. So. Hat der eigentlich hier was Neues? Nee. Ich glaube, hier hat er... Nee, haben wir alles. Nee, hat hier nichts. Aber der hat das hier. Wir haben 11.000 Scherben, by the way. WTF einfach nur.
Jetzt haben wir nicht mehr 11.000. So, ich verkaufe noch gerade diese zwei Amulette, die wir hier hatten. Weil die ziehen natürlich viel Platz weg. Und noch irgendwas habe ich eben gesehen, oder? Nö, alles gut. Ich habe keinen Bock, in die Modifikation zu gucken. Seines Vaters aufbürden. Habe ich keinen Bock reinzugucken. Okay. Was haben wir hier noch bekommen? Kaninchen, Kaninchen. Eichhörnchenhaut haben wir, okay. Wir haben reichhaltiges Fleisch, sehr gut. Brauchen wir unbedingt. Dies sind andere Zeiten. Sehr gut. Okay, wir haben alles, was wir wollten. Eigentlich würde ich dann jetzt gerne noch nach hier unten gehen. Weil da ist das Lagerfeuer, da sind wir in der Nähe und wir können dann den Turm noch schrotten. Wenn wir schon mal hier sind. Die jungen Jäger werden schon noch lernen, dass man Demut empfinden können muss, bevor man es ganz an die Spitze schafft. Sehr weise Worte. Aber leider in unserer Welt nicht sehr oft gesehen. Nicht in unserer Welt, leider. Traurige Realität. Wie man so schön sagt. Aber naja. Da können wir nichts dran ändern. Stürmerareal, okay. Hier können wir speichern. Und ich habe schon wieder was gesehen. Oh, es sind dämonische Feuerbrüllrücken. Natürlich. Aber... Ich bin völlig ungeschützt, solange ich nicht diesen Turm erledige. Ja, ich weiß, aber wir können doch auch das Schmiedefeuer mal probieren. Die Schmiedefeuer-Quest aktivieren. Und diese Viecher in Brand setzen. Hätte ich eigentlich nichts. Alter, das kostet 20 Lohe. Was? Okay, nee, das mache ich nicht bei denen. Ich gehe zu den Stürmern und mache das da. Ich mach das hier bei den kleinen Maschinen. Da weiß ich wenigstens, dass das schnell geht. Die Maschine ist schnell. Na, zwei. Okay. Abgeschlossen. Ciao. Questbelohnung. Yes. Die XP wollte ich. Au. Dieses Ding werde ich auf jeden Fall. Hä? Warum hat er nur 6 Schaden bekommen? Weil der wahrscheinlich nicht voll aufgeladen war, ne? 109. Das droht Augenwächter, ne? Komm, schieß mal auf mich. Na, ist egal, ist eh tot. Diese Waffe werde ich nie wieder benutzen, weil 20 Kacklohe für so ein Ding, no way, dankeschön. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich absolut keinen Bock drauf. Alter, wir haben so viel Lohe einfach verloren, nur für diese Scheiße. Ich brauche die Lohe für meine Fallen und alles. Ich glaube, ich kaufe mir gleich mal Lohe. Aber wir bekommen hier auch von den Viechern 15 Lohe, wenn ich mich nicht recht entsinne. Das Problem ist, ich muss die alle erstmal weglocken. Aber die eiern alle hier rum. Aber... Nur mal so gerade nebenbei.
Ich kann doch den Turm einfach kaputt machen. Besser abschalten. Sehr nice. In Brand gesetzt. Okay. Drei Pfeile. Und auf den da. Yes. Ziemlich faszinierend. Eins. Zwei. Drei. Yes. Nee. Du bleibst hier. Oh, hi. Komm schon her. Mal wie das Feuer funktioniert hier bei denen. Ah, der dauert sehr lange, bis der brennt. Aber egal, ich zieh's mal durch. Ja, es brennt. Okay. Down. Das nehme ich mit. Okay, jetzt sind nur noch die beiden dran. So, der ist down. Schon leise. Und der andere ist jetzt gleich auch down. So. Nice. Und wir haben viel Lohe bekommen. Sehr, sehr gut. Oh, wir haben so viel Lohe verbraten mit diesem scheiß Flammenwerfer-Kack. So, und der Turm ist auch down. Wir hätten eigentlich auch den Turm zerstören können und einfach abhauen können. Ja, was will ich jetzt machen? Eigentlich wäre es nice, wenn wir hier noch das Lagerfeuer holen gehen. Aber noch nicht das Blauglanz, oder? Ich meine, ich will eigentlich jetzt erstmal hier oben den Kram machen. Vor allem das hier mit den Weißzähnen. Alter, der Donnerkiefer, der wird auch noch hart. Der wird auch noch hart. Wir haben noch so viel zu tun, ne? Eigentlich haben wir nicht so viel zu tun, ne? Also eigentlich könnte ich jetzt einfach sagen, komm, wir gehen jetzt hier hin, holen uns den ganzen Kram hier
Gehen dann nach hier, aktivieren das Lager. Also gehen hier so zack, zack, zack nach hier. Hier den Turm, hier den ganzen Kram, hier wieder Turm, den ganzen Kram, dann hier hin, dann noch hier das, die Figur holen, hier die paar Blauglanzdinger holen, und dann ist der untere Bereich komplett fertig. Und dann gehen wir noch die Pigmente holen, dann gehen wir nach hier zu dem Lagerfeuer, holen diesen ganzen mittleren Bereich hier, und dann gehen wir nach oben und holen das Speer-Upgrade. Aber ich will das Speer-Upgrade jetzt haben. Das heißt, wir werden in Richtung Lagerfeuer laufen, aber noch nicht den Blauglanz holen. Ich will das Lagerfeuer nur aktiviert haben. Dann, wenn wir irgendwann mal dann Zeit haben, gehen wir dann... ich glaube, ich bin sicher. Machen wir dann das Upgrade. Ganz ehrlich, ich brauche, glaube ich, sogar noch ein paar Ziegenknochen. Oder Ziegenhaut, genau. Perfekt. Ja, gut. Hat sich ja erledigt. Und ich glaube, ich brauche auch noch ein bisschen Dachs-Sachen. Weil die Upgrades hier für die Herstellungsdinger. Ich hasse es. Oh, der braucht halt so ultra lang, ne? Zum Aufladen. Aber dann trifft er auch wenigstens 100% genau. Finde ich eigentlich sehr nice. So, ich snack mir noch die Ziege mit einem schönen Heady. So, weil wir müssen das Fleisch hier auch sammeln. Frischer geht's nicht. Nein, die Wurzel wollte ich nicht haben, aber okay. Genau, wir brauchen reichhaltiges Fleisch. Und fettes Fleisch und knochiges Fleisch. So. Und wir brauchen Eichhörnchen. Ach komm, lassen wir die Ziege leben. Eichhörnchen sehe ich gerade nicht, aber egal. Wie gesagt, wir haben das Lagerfeuer. Wenn wir irgendwann dann Zeit haben, holen wir dann den Teil. Jetzt haben wir erstmal diesen Bereich abgeschlossen. Diesen hier. Und gehen jetzt nach hierhin zurück. Weil ich möchte unbedingt nach oben. Und dann schon mal das Jagdgebiet auf jeden Fall machen. Weil das wird... Ich will nicht. Jagdgebiete sind immer... La 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 la. Jetzt machen wir erstmal die eine Mission ready. Und dann gehen wir zum Jagdgebiet. Danach geht's zum Speer, weil ich will das Speer-Upgrade unbedingt haben. So. Endlich mal jemand, dem ich gern über den Weg laufe. Mylan ist zurück. Sicherlich hast du dazu etwas zu sagen? Habe ich. Dann zeig mir, was das Wort einer Fremden wert ist. Falls das eine Prüfung ihrer Ausdauer war, hat sie mehr ausgehalten als viele andere. Sie hat euren Verag über alles gestellt. Das hat sie alles überstehen lassen, den Schmerz und den Verlust einer Freundin. Sie hat für euch überlebt. Weist sie nicht ab. Sie erzählt sehr gut. Es gibt einen Platz für Mylan bei den Weißzähnen. Daran zweifle ich nicht. Fremde, was ist mit der anderen Jägerin? Ich meine Ikri. Sie ist fort. Sie klang tapfer. Ihr Name wird immer in meinem Lied sein. Ich trauere um die Maschine, die der Dämon versklavt hatte. Ich mag dich nicht. Die größte Gnade, die wir ihnen erweisen können, ist ein schneller Tod. Mögest du überleben? Ich hasse dich. Mögest du nie wieder aufstehen können. Viel Spaß beim Aufstehen. Ich werde dies den Osseram geben. Viel Spaß beim Aufstehen. Was sie auch tun, sie tun es mit Leidenschaft. Ich hasse die.
jetzt am Ende, oh, ich werde sie in meinen Liedern erwähnen. Ja, wow. Du hast sie verloren. Für deine Scheißposition. Und sie hat dir dabei geholfen. Mag die nicht. Nee. Oh, nice. Hä? Ah, die können wir ja nicht zerstören, stimmt. Da war ja was. Die können wir ja nicht zerstören. Das war ja auch in dem Einlager schon so. LOL. Trainierst du schon wieder, Ikri? Was für ein Jäger bereut denn sein Training? Ich hab's nicht eilig, nach Ban-Ur zurückzukehren. Noch nicht. Willst du darüber reden? Über die Sache am Gletscher? Na, ich kämpf mich durch. Beiß die Zähne zusammen und schmecke die pure Entschlossenheit. Was mit dir, Aloy? Lust auf eine Prüfung? Sie ist die Jagdgebietprüferin? Ach, wie geil! Oh, wie nice. Aber ich hasse die eine trotzdem, die eine da. Aber also sie... ich erzählte den Weißzähnen von deiner Bitte. Was wie ist mit nice. Mylan? Wurde sie akzeptiert? Wurde sie. Wie erwartet. Sie war stark. Ich empfinde wirklich Stolz für sie. Ich hingegen wollte immer ein Schneegeist sein. Tun, was ich will. Oh, nice. Welche Art von Prüfung? Ein Wettbewerb? Nein, gemeinsam. Wir nutzen das Jagdgebiet und meine Regeln. Lawok hat zugestimmt. Wir nehmen so wenig wie möglich mit. Meine Schleuder, dein Bogen. Du lockst die Maschinen zu mir und ich friere sie ein. Wenn sie brüchig sind, fliegst du zu. Wir kämpfen, bis uns die Maschinen oder dir die Pfeile ausgehen. Das ist die Prüfung. Ehrlich gesagt kämpfe ich sonst eher alleine. Und ich kämpfe sonst eher an jemandes Seite. Also, warum legst du deinen Speer nicht neben meinen? Cool. Du frierst sie ein, ich schieße. Klingt ganz einfach. Wirklich? Dann brauchst du nur halb so viele Pfeile, wie ich vorgesehen hatte. Warte. Ich vertraue auf dein Können. Vertraust du auf meins? Eine Banuk-Prüfung ist harte Arbeit, oder? So sieht's aus. Na los, legen wir unser Zeug ab und gehen. Aloy, lock die Maschinen hierher. Ich friere sie ein. Keine Sorge, ich treffe. Dann greife ich an, wenn sie verletzbar sind. Okay. Herstellen deaktiviert. Ja, leck mir am Mocker. Okay. Ich muss sie zu ihr locken. Moment, ich muss sie erstmal finden überhaupt. Da ist ein Plünderer. Da ist der Nächste. Da ist der andere. Wo? Wo sind denn noch? Ah, da. Okay, 4. Ich habe 4 gefunden. Da noch irgendwo einer? Ich kann... Oh, Leute, ich kann keinen stillen Schlag einsetzen. Wo ist denn die 5. Maschine nun mal so? Ich sehe die nicht. Ich sehe nur 4. Ich habe auch keine Steine. Komm hier. Ich werde diese Maschine in die Knie zwingen. Zum Glück habe ich mir den neuen Bogen gekauft. Oh, ich krieg auch Schaden von dem Eis und Platz. Das ist ja super toll. Mist, daneben geschossen.
Au. Du musst wohl ein bisschen besser schießen später, ne? Nur mal so, nebenbei. Lol. Okay, ich habe auch scheiße geschossen gerade. Ich krieg Schaden durch das. Ach lol, da kommt noch einer. Ah, Hersteller deaktiviert, das hasse ich ja, ne? Ach Mann, was willst du denn? Die sind stärker als ich. Was? Die sind stärker? Ne, die sind nicht. Die sind schwächer als die Plünderer, auf jeden Fall. Von wie viel? Von uns zwei. Das geht doch besser. Machen wir weiter. Okay, da brauche ich aber nur die normalen Pfeile tatsächlich. Okay, ich sehe schon, je mehr wir erledigen, desto höher kriegen wir wahrscheinlich diese Belohnung. Ein Trampler. Du willst mich doch verarschen. Ich habe nicht genug Pfeile dafür. Ich hätte mal lieber eben die normalen Pfeile benutzt, anstatt die guten Pfeile. Okay. Es ist jetzt nur der Trampler übrig. Oh Gott. Zwei sogar. Oh mein Gott. Haben die Feuerschwäche? Schwäche Eis. Hallo, frierst du die mal ein? Mach mal was. Bringt sie zurück. Direkt einen raus. Ich kann mich gar nicht bewegen. Alter, ich möchte mich bewegen können. Nicht die ganze Zeit hinfallen. Ihr seid nicht wie diese komischen. Ihr seid genauso wie diese komischen Kaninchen, die wir schon mal hatten. Wie heißen die Panzerbrecher oder Panzerwanderer? Ich will das Ding da unten abschießen. Warum wurde ich getroffen? Ich war hinter Fels. Ja, schießt du mit weiter Eis. Eingefroren? Ja. So. Ja, sehr gut. Ah, ich muss die neu machen wahrscheinlich. Weil ich habe zu wenig Pfeile. Na los, gib mir eine Herausforderung. Bauteil entfernt.
Das war schon sehr gut. Der brennt nämlich jetzt permanent. Der kriegt jetzt permanent Damage. Keine gehärteten Pfeile mehr. Oh ja. Aber wir kriegen jetzt permanent. Der kriegt jetzt permanent Feuerdamage. Weil der nicht mehr aufhören kann zu brennen. Dadurch sind wir, haben wir eigentlich schon gewonnen. Wir müssen eigentlich nichts mehr machen. Der brennt jetzt nicht zu Tode, Alter. Ich muss eigentlich nur um den Stein hier rumlaufen und der killt sich jetzt gleich von selbst. Ja. Ciao. So, und jetzt kommt die letzte Maschine. Das wird wahrscheinlich... ein Feuerbrüllrücken sein. Okay. Das ist tatsächlich sehr nice. Wir haben genug Pfeile. Wait, was war da? Zünder. Wir haben auch keine Steine. Das regt mich halt echt auf. Aber wir haben trotzdem hier das hier. Na? Komm mal her. Und einfrieren, bitte. Einfrieren! Gemeinsam sind wir wie ein Schneesturm. So, und jetzt greifen wir das Ding da oben an. Jetzt wäre es tatsächlich besser, wenn ich die Spulen anders gemacht hätte. Oh Gott. Das erledige ich. Hi. Mal her und spiel den ein. Ja. Yes. Burn. Nein. Oh, die hat Eis gemacht. Jetzt können wir den nicht mehr schaffen. Jetzt ist der unschaffbar, leider. Ich kann den nicht mehr. Ich kann den nicht mehr besiegen. Wir haben keine Muni mehr. Das ist richtig mies. Oh, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich komplett anders gekämpft. Ja, nice. Hat er mich getroffen. Ich weiß nicht, wie er mich nicht erwischen konnte. Ah, nee. Können wir knicken. Wir müssen das neu machen. Und wir sind bei Hashtag 38 Minuten Folge. Nice. Keine Jägerpfeile. Das war's. Dann sollten wir jetzt besser hier weg. Ja, sollten wir. Wir haben fast alle erwischt. Wer lehrte dich? Deine Mutter? Schwester? Sein Name war Rost. Rost. Klingt sehr nach Nora. Ich kann ihn mir vorstellen. Wie ein Baumstamm. Und du? Ich selbst. Meine Eltern kannte ich nie. Es gibt ein Sprichwort. Ein Kind raubt einem zwei Hände zum Jagen. Diese Prüfung war ihr Geschenk an mich. Ja, wir werden die auf jeden Fall neu machen. Ich werde die Offscreen wahrscheinlich neu machen. Und ja, Hashtag 38 Minuten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.